Wasserstoffangetriebene Lkw sind ein Bild, das von jetzt an auf den Straßen rund um Leipzig zur Normalität gehört. Denn dort ging soeben ein einzigartiges Pilotprojekt an den Start. Iveco lieferte 2 SE-Way Fullzell-Sattelzugmaschinen an BMW und ebnete damit den Weg für einen richtungsweisenden Großversuch auf der Straße. Die beiden elektrisch angetriebenen Lkw nehmen eine Schlüsselrolle wahr, denn sie demonstrieren eindrucksvoll, dass Wasserstoff eine emissions- und CO2-freie Transportlösung für den Fernverkehr ist. Vorausgegangen war der Präsentation in Leipzig eine jahrelange Projektierung unter Beteiligung internationaler Partner. Faktisch ist das ein Ulmer Produkt, weil ganz sicher bauen wir das Fahrzeug in Ulm. Wir haben ganz viel des Engineerings in Ulm gemacht und wir haben auch sehr viele Zulieferer aus der Region. Also beispielsweise kommt die Brennstoffzelle von Bosch. Die elektrisch angetriebene Achse ist eine eigene Entwicklung zusammen mit der Firma FPT. Das heißt, das ist eine 100% Tochter von der Iveco Group. Deswegen ist da ganz viel Iveco-DNA in diesem Fahrzeug und auch ganz viel deutsche DNA in diesem Fahrzeug. Die SE-Way Fullzell-Sattelzugmaschinen haben eine Reichweite von 800 Kilometern und sind Teil eines europäischen Großprojektes mit insgesamt 12 Brennstoffzellen-Lkw. Bei BMW werden die Iveco innerhalb der Werkslogistik eingesetzt und sind für eine Großspedition zwischen Leipzig, Landsberg und Nürnberg im Einsatz, um die Technologie zu erproben. Die Fahrzeuge werden auf einer Route zwischen Leipzig und Nürnberg eingesetzt. Entlang dieser Route sind 2 Wasserstofftankstellen, eine in Hommersdorf, eine in Leipzig. Und das ist die BMW-Werkslogistik, die hier unterstützt wird mit diesen Fahrzeugen. Das ist im besten Sinne ein Reallabor. Und Reallabor bedeutet, dass alle Beteiligten lernen, also auch wir als Hersteller, wie diese Fahrzeuge sich im Realbetrieb entsprechend etablieren. Bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass man eine Akzeptanz für diese Technik im Markt bei politischen Entscheidern und auch anderen Akteuren schaffen kann. Und genau das ist das Ziel dieses Projektes und unser Anspruch. So sollen mit Hilfe der Realeinsätze Informationen und Erkenntnisse darüber gesammelt werden, welche logistischen Herausforderungen noch gemeistert werden müssen, um diese umweltfreundliche Antriebsart weiter voranzutreiben. Auffällig war deshalb auch das starke internationale Interesse an der Präsentation des EU-Projektes in Leipzig. Grundsätzlich gilt Wasserstoff als Schlüsselelement bei der Dekarbonisierung von schweren Nutzfahrzeugen. Für Iveco hat die Übergabe der Lkw deshalb auch einen geschichtsträchtigen Charakter. Heute ist ein großer Tag, denn heute liefern wir hier im Leipziger BMW-Werk die ersten 2 Einheiten der 12-teiligen Flotte aus. Und das ist sehr wichtig, denn wir machen dieses Projekt damit wirklich greifbar. Wir erfüllen es sozusagen mit Leben. Und heute Nachmittag geht dann noch eine Wasserstofftankstation unweit des BMW-Werks in Betrieb. Dann geht es endlich los. Ziel des Projektes ist es also, die Brennstoffzellentechnik weiterzuentwickeln und damit für den Fernverkehr serientauglich zu machen. Im Alltag kommt bei einem solchen Lkw dann statt Abgas tatsächlich nur Wasserdampf aus dem Auspuff. Aber so umweltfreundlich das auch ist, das sagt nichts über den Zeitpunkt einer flächendeckenden Einführung des Wasserstoffantriebs aus. Wann ist es denn endlich soweit? Die Technik hier ist real, weil sie greifbar ist. Sie ist bereits vorhanden, aber das hier ist eine Projektion dessen, wie die Zukunft aussehen wird. Wir glauben, dass wir, um unser Ziel zu erreichen, bis 2040 CO2-frei zu werden, mehrere Lösungen brauchen. Es gibt kein Patentrezept und es gibt keine Einheitslösung für alle. Wir glauben also, dass es noch einige Zeit dauern wird. Dekarbonisierung bedeutet grundsätzlich den Einsatz von Biokraftstoffen. Wir glauben, dass Gas da auch in Zukunft eine Rolle spielen wird, vor allem auch, weil es als Biomethan verstärkt zur Verfügung stehen wird. Am Ende aber brauchen wir emissionsfreie Mobilität, also auch die Elektromobilität. Aber auch das ist nicht genug. Wir brauchen den Wasserstoff als grundlegenden Wegbereiter für die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs. Und heute zeigen wir eine Möglichkeit, wie die Wasserstofftechnologie eingesetzt werden kann. Today we are demonstrating one possibility for hydrogen technology to be deployed.
Eine Aussage, die die Technologieoffenheit des Herstellers unterstreicht, wie zuletzt auf der IAA Transportation in Hannover, wo Iveco eindrucksvoll demonstrierte, dass jeder Weg willkommen ist, um die Umwelt zu schonen und dabei auch die unterschiedlichen Anforderungen des Transportgewerbes zu erfüllen. Doch noch einmal zurück zum Wasserstoff Iveco. Weil der S-E-Way Full Cell ein Null-Emissions-LKW ist, darf er samt Auflieger übrigens 18,05 Meter lang sein und mit 42 Tonnen auch 2 Tonnen schwerer als ein Diesel sein. Worin unterscheidet sich neben der besonderen Umweltfreundlichkeit ein Wasserstoff-LKW von einem Elektro-LKW? Und was macht ihn vor allem für Flottenbetreiber unschlagbar? Also elektrisch fahren, wie beim Diesel betanken. Also die Betankungsgeschwindigkeit ist einfach der Riesenvorteil dieser Technologie als solcher. Wir haben die Riesenherausforderung, bei großen Flotten von batterieelektrischen Fahrzeugen dort genug Netzanschlussleistung zu bekommen. Also batterieelektrische Fahrzeuge mit einer großen Kapazität, in einer großen Flottengröße an einem Standort schnell zu laden, ist eine Riesenherausforderung. Eine große Flottengröße von diesen Fahrzeugen an einem Standort mit einer hohen Reichweite schnell entsprechend wieder zu befüllen, das ist der große Vorteil von der Wasserstofftechnologie. Natürlich interessieren wir uns als Eurotransport TV ganz besonders dafür, wie sich der Wasserstoff-LKW mit 544 PS fahren lässt. Fragen wir also bei Nico Schwer nach. Er ist Demofahrer bei Iveco und damit wohl einer der ersten, der diesen neuen Antrieb bereits auf der Straße erleben durfte. Wir haben auch hier, wie bei der rein batteriebetriebenen Variante, das gleiche sehr, sehr niedrige Geräuschniveau in der Kabine. Die Leistung steht sofort an. Wir haben eine Eingangvariante in der Achse. Es ist dieselbe Achse wie auch in der batteriebetriebenen Variante. Nur bei der Wasserstoffvariante ist die Reichweite um einiges höher. Eine hohe Reichweite von rund 800 Kilometern und, wenn die Wasserstofftankinfrastruktur vorhanden ist, extrem schnelle Tankzeiten. Das sind neben der Umweltverträglichkeit die Pluspunkte der neuen Zukunftstechnik. Und über die späteren Anschaffungskosten des Brennstoffzellen Iveco kann man nur mutmaßen. Sie sollen gegenwärtig beim 4- bis 5-fachen eines Diesel-Lkw liegen.